Das Tracker X4 ist wahrscheinlich das erste Outdoor-Smartphone, bei dem die Hersteller versucht haben, eine komplette Action-Cam in das Gehäuse zu integrieren. Und das ist natürlich auch das beworbene Highlight bzw. das Alleinstellungsmerkmal dieses Smartphones. Wir schauen heute einmal in den Lieferumfang des Tracker X4 und testen das Gerät natürlich ausführlich für euch. Mal schauen, ob wir hier wirklich einen Action-Cam-Ersatz in Form eines Smartphones finden können oder ob das eher eine Idee ist, die noch ganz am Anfang steht und vielleicht noch nicht so viel taugt. Los geht's und damit herzlich willkommen auf HandyMC. Wir starten wie immer mit einem kleinen Unboxing. Als allererstes finden wir natürlich das X4 noch gut verpackt unter kleinen Coverfolien. Und das erste, was natürlich auffällt, ist, dass wir hier wirklich wieder ein solides, dick gepanzertes und auch durchaus eher schwereres Gerät bekommen. Man trägt hier immerhin 250 Gramm mit sich herum. Aber schauen wir erstmal, was uns noch so im Lieferumfang erwartet. Da finden wir ein kleines Kuvert mit dem typischen Werkzeug für den SIM-Kartenschacht. Wir finden eine Art Visitenkarte für die Gerätegarantie und eine Beschreibung zur Online-Registrierung. Sticker liegen noch dabei, eine umfassende Anleitung in verschiedenen Sprachen ist auch am Start. Dann sehen wir hier eine Art Adapter, den können wir einfach auf die Rückseite klipsen und der lässt sich dann mit einem Brustgurt oder auch einem Lenkradadapter verbinden. Das nennt Crosscall hier X-Link. Der kleine silberne Button, der ist übrigens magnetisch. Dann finden wir noch eine kleine Handschlaufe, die lässt sich auch direkt am Smartphone befestigen und wir finden herstellereigene In-Ear-Kopfhörer, ein USB-C-Kabel zum Aufladen des immerhin 4400 mAh großen Akkus. Ein Netzteil mit Quick Charge 3.0 liegt auch dabei, 24 Watt stark. Damit sollte das Laden hoffentlich recht schnell gehen. Da schauen wir später nochmal drauf. Jetzt aber erstmal zu unserem Tracker X4 und einem kleinen Rundumblick. Angefangen mit dem Display haben wir hier ein 5,5 Zoll Gerät mit IPS-Panel und einer Auflösung im Full-HD-Bereich, also mit 1920x1080 Pixeln. Darüber liegt übrigens eine Schicht Gorilla Glas der Stufe 5, um das Gerät besser vor Kratzern zu schützen. Unten finden wir das Logo und ein Mikrofon. Oben sehen wir den Lautsprecher für die Telefonie, einen kleinen UV-Sensor und die 8 Megapixel starke Frontkamera. Neben dem Telefonielautsprecher befindet sich auch noch ein weiterer Helligkeitssensor, der ist aber so hinter dem Glas versteckt, dass wir den gar nicht sehen können. Dann haben wir natürlich einen sehr Outdoor-typischen Rahmen, der besteht an den beiden Seitenkanten aus Aluminium. Oben und unten ist da zusätzlich eine Art Hartgummibeschichtung und wenn wir uns auf den Kanten umsehen, dann finden wir oben erst einmal eine Gummiabdeckung, unter der sich eine 3,5 mm Klinke versteckt bzw. der Klinkenzugang. Rechts finden wir unseren Ein- bzw. Ausschalter mit einem integrierten Fingerprintsensor. Das ist übrigens ein Button, den man wirklich auch eindrücken muss. Da reicht also nicht das simple Drauflegen des Fingers. Dann sehen wir noch einen weiteren Button. Das ist eine Art Assistent-Button. Auf diesem Button kann ich übrigens ja, recht flexibel alles legen, was ich möchte. Ich könnte damit jetzt die Kamera-App starten oder die Taschenlampe oder den Google Assistant. Da gibt es eigentlich keinerlei Einschränkungen. Unten rechts ist dann die kleine Bohrung für die Befestigung der Handschlaufe. Das haben wir uns ja schon zu Beginn einmal angesehen. Ganz unten finden wir dann noch einmal eine kleine Gummilasche. Hinter der verbirgt sich dann unser USB-C-Port. Auf der linken Seite finden wir zwei separierte Lautstärketasten und einen SIM-Kartenschacht. Das ist ein Hybrid-Schlitten. Da lassen sich also entweder zwei Nano-SIM-Karten einlegen oder eine Nano-SIM und eine Micro-SD zur Speichererweiterung. Auf der Rückseite sehen wir dann unsere 170 Grad Weitwinkel-Action-Cam und eine kleine 88 Grad Hauptkamera im Standardwinkel. Daneben sehen wir ein kleines Mikro für die Videoaufnahme, eine duale LED und ein Sensorfeld für den Autofokus. Das Crosscall-Logo wurde hier auch noch einmal mit eingelassen und wir finden den bereits erklärten X-Link, der übrigens auch induktives Laden ermöglicht. Und wir sehen hier noch zwei Lautsprechergitter. Die Rückseite besteht übrigens aus einem recht solide wirkenden Kunststoff. Das gesamte Gerät ist wasserdicht und überlebt mindestens eine Stunde in bis zu 2 Metern Wassertiefe. Jetzt schalten wir das ganze Gerät natürlich einmal an. Das Display, das wir hier sehen, das ist durchaus okay. Die Helligkeit ist in Ordnung. Da können wir selbst bei Sonnenschein das Display noch recht gut ablesen. Die Kontraste, die Farbwerte sind auch in Ordnung. Als System ist übrigens Android 8.1 drauf, betrieben durch einen Qualcomm
Qualcomm Snapdragon SD660 Prozessor, 4 GB Arbeitsspeicher und einen internen Speicher mit 64 GB Größe. In der Regel läuft das System damit flüssig, man bemerkt allerdings hin und wieder doch mal kleine Ruckler oder Verzögerungen. Das gilt auch für grafikaufwendigere Spiele, was jetzt aber nicht heißen soll, dass das Gerät für Spiele völlig ungeeignet wäre. Die Leistung ist hier für einen Preis von rund 670 Euro nun mal nicht auf dem Niveau eines wirklichen Flaggschiffes. Das zeigt auch der Score, den wir hier im AnTuTu Benchmark-Test sehen. Die Leistung ist hier eher Mittelmaß. Kurz aber nochmal zur Bedienung und den eigentlichen Apps. Auf der horizontalen finden wir die Seiten unseres Homescreens. Mit einem Wisch nach oben öffnet sich der standardmäßige App-Launcher. Streichen wir von ganz oben nach unten, finden wir unser Dropdown-Menü mit den typischen Schnellverbindungen wie WLAN, Taschenlampe, mobile Daten, Bluetooth, Flugmodus und Co. Die Personalisierung der Startseite geht ganz gewöhnlich über das Gedrückthalten einer Freifläche im Hintergrund. Hier lassen sich dann natürlich auch wieder Widgets hinzufügen. Ansonsten lassen sich die Apps flexibel durch ein kurzes Gedrückthalten und Ziehen verschieben. Halten wir eine App an einer Stelle einfach länger gedrückt, zeigt man uns die für Android Oreo typischen Optionsübersichten. Nun noch einmal ganz kurz zu den Apps. Wir haben hier alle gängigen Google-Standards erstmal vorinstalliert. Drittanbieter-Apps gibt es an sich eigentlich erstmal nicht. Es gibt allerdings vier kleine Extras, die hauseigen installiert wurden. Das ist die X-Cam, die X-Gallery und die X-Sensors. Die X-Cam ist einfach eine extra Kamera-App für die Bedienung der Action-Cam. Die Gallery ist ein bisschen unspektakulär. Die macht im Prinzip genau das, was jede andere Gallery-App irgendwie auch macht. Und die X-Sensors, die zeigen uns die Messwerte verschiedener Sensoren. Und das ist sogar auch noch ein kleines Alleinstellungsmerkmal, denn so viele Sensoren haben die meisten anderen Geräte natürlich nicht. Hier haben wir ein Thermometer für die Umgebungstemperatur, ein Hygrometer für die Luftfeuchtigkeit, wir haben einen Kompass, einen Beschleunigungsmesser, ein Barometer für den Luftdruck, ein Altimeter für die Bestimmung der Höhenmeter, ein relativ ausgereiftes GPS-System. Wir haben einen Näherungssensor, der das Display ausschaltet, wenn wir telefonieren. Warum auch immer man das hier nochmal extra aufgeführt hat. Das ist eigentlich eher Standard. Ein Lichtsensor für die adaptive Helligkeit. Genau die gleiche Frage, das ist eigentlich auch Standard bei den meisten Geräten, hat man hier nochmal mit aufgeführt. Und dann sehen wir auch nochmal einen Sensor, der die Helligkeit in Lux für die Umgebung angibt. Dann sehen wir Bluetooth nochmal aufgeführt, Infos zu den WLAN-Verbindungen, Akkustatus und einen UV-Sensor, der ist auch noch mit dabei. Das ist alles irgendwie ganz witzig natürlich. Ich ganz persönlich bezweifle aber bei einigen der Sensoren, dass man sie im Alltag wirklich nutzt, mal abgesehen vielleicht von GPS und dem Kompass. Aber hey, es ist fast alles an Bord, was man sich an Sensoren so wünschen kann, warum auch nicht. Und dann gibt es noch eine recht simple SOS-App, die wir hier sehen. Darin kann ich bestimmte Notfallkontakte einspeichern, die beim Auslösen dieser App dann informiert werden. Das geht dann, indem ich einfach in die App navigiere und einen Alarm starte oder eben auch, indem ich den Assistant-Button auf der Kante des Gerätes dafür reserviere. So viel also erstmal zum Display und dem eigentlichen System. Weiter geht es mit dem Lautsprecher und den Kameras und für den ersten Punkt hören wir uns das einfach einmal an. Heute werfen wir mal einen Blick in den Lieferumfang und beschäftigen uns erst einmal grundlegend mit der Einrichtung der Smartwatch und mit den wesentlichen Bedienelementen. Die Klangqualität, die ist in Ordnung und die wirkt auch auf den ersten Blick recht ausgewogen. Richtige Bässe wird man hier allerdings nicht finden können, wodurch der Ton dann manchmal, je nach Song zumindest, auch etwas flacher wirken kann. Das ist aber soweit Mittelmaß und auch irgendwie in Ordnung. Ansonsten lässt sich noch darüber sagen, dass die maximale Lautstärke die meisten anderen Smartphones überholen wird. Das relativiert sich aber dadurch, dass die Klangqualität ab 2/3 der maximalen Lautstärke doch erkennbar abnimmt und dann verrauscht wirkt. Das heißt, die maximale Lautstärke kann man hier eigentlich nicht mit einer guten Klangqualität wirklich ausnutzen. Fazit für den Lautsprecher, der ist sicher kein Highlight, aber wenn man es mit der Lautstärke nicht übertreibt, dann ist er noch in Ordnung. Weiter geht es zu den Kameras. Angefangen mit der Frontkamera haben wir hier ein 8 Megapixel starkes Modul. Die Qualität der Selfies ist allgemein gesprochen erst einmal brauchbar. In den Details schwächelt das Ganze aber. Wenn ich da wirklich näher hineinzoome, wird klar, dass die Fotos nicht wirklich richtig scharf sind und man selbst bei gutem Licht schon ein leichtes Pixelrauschen erkennen kann. Das ist soweit in Ordnung, aber auch leider wieder etwas mittelmäßig. Hier sehen wir dann noch schnell das entsprechende Video im Full-HD-Modus. Das ist auch zugleich der maximale Aufnahmemodus mit 1920x1080 Pixeln.
die Schärfe und der Fokus, das ist okay. Das Ganze würde ich mir jetzt trotzdem ungern auf einem 40-Zoll-Fernseher ansehen. Auch hier bemerkt man natürlich, dass der Aufnahme so ein bisschen die nötigen Details und die nötige Detailschärfe auch dort fehlt. Mein Wunsch wäre hier natürlich auch, dass Crosscall noch ein wenig mehr Arbeit in den Bildstabilisator gesteckt hätte. Da gibt es sicherlich noch schlimmere Beispiele für die Frontkamera anderer Hersteller. Ordentlich stabilisiert ist die Aufnahme aber jetzt irgendwie auch nicht. Und damit kommen wir dann auch schon zu einer der wichtigsten Eigenschaften einer guten Actioncam und bewegen uns auf die Rückseitenkamera zu. Und da habe ich dann in der hauseigenen App die Wahl, einen 88 Grad Standardmodus oder eben den 110 Grad, 140 Grad oder 170 Grad Weitwinkelmodus auszuwählen. Ein Fischaugenobjektiv habe ich auch noch, beziehungsweise den Modus kann ich zumindest anwählen und ich kann dann zwischen einer Qualität von HD, Full HD, 2K oder auch 4K wählen. Und hier sehen wir dann das Ergebnis einmal im 4K-Bereich mit 88 Grad, mit 110 Grad, mit 140 Grad und einmal noch mit 170 Grad. Fischaugenmodus, den sehen wir hier auch nochmal. Und naja, was soll man dazu sagen? Der Bildstabilisator, der ist im 4K-Modus recht ordentlich. Da kann man sich jetzt kaum beschweren. Aber das Bild an sich ist einfach qualitativ nicht gut. Die Kamera ist relativ lichtschwach. Die Aufnahmen sind selbst bei Tageslicht oder Bewölkung schon relativ verrauscht. Das Ganze ist einfach nicht scharf genug. Jetzt wollen wir aber noch einmal schnell auf den Full-HD-Bereich schauen. Da sieht es aber auch ähnlich gut bzw. schlecht aus. Was ich natürlich auch etwas Schades finde, ist, dass der wirkliche normale Modus, den man hier sieht mit 88 Grad, dass der keinen wirklichen Bildstabilisator besitzt, während die Weitwinkelaufnahmen, die dann über das große Objektiv gehen, über das große Kameramodul eben deutlich besser stabilisiert sind. Auch da wäre also noch ein Nachbesserungsbedarf meiner Meinung nach. Ansonsten, ja, wie gesagt, ist hier der Full-HD-Modus qualitativ nicht unbedingt besser als der 4K-Bereich. Das ist auch ein bisschen schade. Da ist jetzt erstmal das Action-Cam-Feature irgendwie, ja, überschaubar in der Qualität. Das enttäuscht mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen. Jetzt schauen wir nochmal auf die Zeitlupe und die Zeitrafferfunktion. Ja, die Zeitrafferfunktion, die ist okay. Da kann man aber auch wenig falsch machen eigentlich, wenn die Fotoqualität stimmt. Und auch die Zeitlupenfunktion mit 120 Bildern in der Sekunde kann sich erstmal sehen lassen. Nun aber zu den Fotos. Die sind, so würde ich mal sagen, brauchbar und auch ordentlich. Da stimmen die Farben, da stimmt die Schärfe. Die Aufnahmen sind nicht so deutlich verrauscht, sondern auch im Detail ausreichend scharf. Damit kann man dann wiederum durchaus zufrieden sein. Ja, schauen wir uns mal noch mehr Aufnahmen an. Ja, hier sehen wir es auch. Ich glaube, damit kann man ganz zufrieden sein mit der eigentlichen Fotoqualität, mit der Videoqualität. Wie gesagt, habe ich hier so meine Probleme. Was heißt das jetzt aber insgesamt für das Tracker X4 von Crosscall? Fangen wir mit dem Positiven an. Es erfüllt alle Standards eines Outdoor-Smartphones. Es ist gut gepanzert, es ist wasserdicht. Positiv ist sicherlich auch, dass wir einen ordentlich großen Akku haben, nämlich 4400 mAh. Damit kommt man gut über 2 Tage und dank Quick Charge 3.0 ist das Ganze auch in 1,5 Stunden geladen. Ansonsten ist das Display in Ordnung, aber auch kein besonderes Highlight. Die Verfügbarkeit von so vielen Sensoren, die mag noch einen Alleinstellungsmerkmal sein. Es ist sicherlich für den ein oder anderen Nutzer, die ein oder andere Nutzerin praktisch. Mittelmäßig hingegen ist für mich gemessen am Preis die sonstige Hardware. Der Prozessor ist mittelmäßig, der Lautsprecher ist mittelmäßig, die Frontkamera ist mittelmäßig, die Hauptkamera ist mittelmäßig. Ein wirklich brauchbarer Actioncam-Ersatz ist das meiner Meinung nach nicht. Und da das hier natürlich das eigentliche Feature ist, für das ich am Ende den Preis von 670 € dann bezahle, bekommt dieses Gerät nicht eine wirkliche Empfehlung von mir. Und da geht dann für mich irgendwie die Rechnung nicht ganz auf. Denn mit dem fehlenden 170-Grad-Feature bekomme ich auch ein Gerät, das wasserdicht ist. Da kaufe ich mir dann vielleicht, weil es schlechter gepanzert ist, für 30 € noch eine ordentliche Schutzhülle dazu. Das kann man heutzutage auch ganz gut machen. Und ich kann mir obendrauf dann eben noch das Geld für eine Actioncam sparen, die auch zu 100% das liefert, was eine Actioncam ausmacht. Weiß ich nicht, eine GoPro bekomme ich auch in der aktuellen Generation für 300-350 € oder auch andere Hersteller von Actioncams, und weil ich mit diesem Gerät jetzt nicht sagen würde, dass ich dann in meinem Urlaub, wenn ich snowboarden gehe oder was auch immer, dann auf eine Actioncam verzichten würde und das Tracker X4 mitnehme. Dafür ist das Ganze einfach nicht, noch nicht geeignet. Ansonsten ist auch abseits der Qualität natürlich so ein bisschen die Handhabung eine für mich problematische Sache, muss ich sagen, oder ich halte es
für ein relativ unflexibles Gerät, auch durch das Gewicht und die Größe. Man sieht das auch so ein bisschen an dem Sortiment, glaube ich, von CrossCall. Da gibt es eben den Brustgurt, da gibt es auch noch den Adapter für das Lenkrad eines Fahrrades. Aber einen Helmadapter hat CrossCall zum Beispiel nicht mit im Angebot. Und das beruhigt mich auch fast so ein bisschen, weil ich mir da auch die Frage stellen würde, wie das funktionieren soll. Ich stelle mir das sehr unkomfortabel vor, sich das an den Helm zu kleben. Da ist man einfach, ja klar, mit so einem hybriden Gerät nochmal eingeschränkter als mit einer Action Cam. Da ist man einfach nicht so flexibel mit so einem Gerät. Das muss man auch natürlich wissen. Ansonsten aber ohne Frage, die Idee finde ich nicht schlecht. Ich bin gespannt, wo es da weiter geht, aber solange mir das Smartphone nicht ansatzweise die Qualität einer wirklichen Action-Cam liefern kann und da nicht herankommt, ist das derzeit noch nichts, was ich wirklich empfehlen könnte. Ja, und das war es dann auch schon zum Review des Tracker X4 von CrossCall. Ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Infos mitnehmen und dass euch das Video gefallen hat. Nutzt natürlich gerne die Kommentarspalten für Fragen oder Kritik. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr von uns hören wollt und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal auf HandyMC.